So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Yu-Gi-Oh! 5Ds World Championship 2011. Im letzten Part haben wir den guten alten Callum besiegt, der ziemlich emotionslos ist. Naja, sieht aus, als hätte ich verloren. Endlich. Und da ist Yusei. Yusei, hey! Yusei und Callum waren mal befreundet. Hört sofort auf, ihr beiden. Es spielt keine Rolle, wer gewinnt. Haut nur ab, solange ihr könnt. Vor was denn? Warte mal, die ist nicht Barbara schnell. Warte, die ist böse. Nirgends. Wovon redest du? Warum aber beruhigst du dich nicht einfach? Ich dachte, du wärst besser als all die anderen Typen. Oh, Barbara und Malcolm, da läuft was zwischen denen. Ein echter Mann ist ein Mann mit Macht. Nee, das kannst du so nicht sagen. Hey, wieso von allen Seiten? What the fuck? Tut mir schrecklich leid. Das war alles nur ein Plan, damit wir diese Stadt übernehmen können. Siehst du, Kellens letzter Gegner solltest du sein, Yusei. Aber es hat auch sehr gut funktioniert. Für uns ist es besser, wenn wir alle Duellanten, die uns Ärger machen können, in die Mine schicken. Ach ja, das weißt du ja nicht. Die Verlierer der Duelle müssen in der Mine arbeiten. Der, den du suchst, ist wohl in der Mine, am Arbeiten oder tot. Findest du schon noch heraus. Soll ich dir was verraten, Radley? Morgen kommt mein Bruder Lovdon von seinem Training zurück. Was? Ganz genau. Morgen also beginnt der Krieg. Du fängst besser an, deine Sachen zu packen. Beeil dich und schaff die drei hier raus. Ups. Dann sind wir jetzt in der Lumine drin. Scheiße. Scheiß Mine. Ey, du verlogenes Schwein. Oh, Matt, lange nicht gesehen. Ich bin Sergio. Warum bist du in Crash Town? Verstehe, Nico und West haben. Ich dachte, dass sie die Stadt schon verlassen hätten. Der ganze Ärger tut mir leid, aber seit ich hier bin, gibt's nichts außer Arbeit. Scheiße, der Arme. So. Der sagt das Gleiche, seit ich hier bin, gibt's nichts außer Arbeit. Vielleicht finden wir hier irgendeinen Star-Chip, wollte ich schon sagen. Star-Chip. Okay. Das ist Yusei und Callum. Matt, du bist in Sicherheit. Ich habe ein Loch gefunden, das nach draußen zu führen scheint. Lass uns dadurch abhauen. Du kommst auch mit uns. Da kommt man vermutlich nicht raus. Ich habe es oft versucht, aber nie geschafft. Du solltest es auch nicht drauf ankommen lassen, Matt. Ein Freund von dir, Matt. Und du wolltest ihn retten. Dann können wir ihn wohl schlecht zurücklassen. Ich habe beschlossen, dass ich hier sterben möchte. Sag meinen Kindern, dass sie die Stadt verlassen sollen und dass es mir leid tut. Kinder. Möchtest du deine Kinder nicht wiedersehen? Klar möchte ich das, wenn ich nur könnte, aber ich bin so erschöpft. Deine Kinder wollen ihren Vater so sehr wiedersehen, dass sie ihn gebeten haben, dich zu suchen. Was für ein Vater gibt er nun vor seinen Kindern auf? Weißt du überhaupt, wie es für Kinder ist, ihre Eltern nie wiederzusehen? Diese Stadt darf nicht so werden, wie das alte Satellite einmal war. Stimmt's, Kellen? Wir werden diese Stadt retten. Du hast recht. Wenn meine Kinder mich noch nicht aufgegeben haben, egal was geschieht, ich werde sie wiedersehen. Okay, Beeilung. Gut, das ist ein Loch. Hier, ich spüre einen Luftzug aus diesem Loch. Warte, war das nicht so, dass man da mit dem, hier mit dem Duel Runner da voll Geld durchgefahren ist? Also im Anime war das, glaube ich, so. Gehen wir. Du auch, Kellen. Kellen Kessler. So, alle mal rein, bitte. So. Okay, würde mich mal interessieren, wie es jetzt weitergeht. Aber ich finde, das ist jetzt schon ziemlich spannend. Pass auf, dass du da nicht ausrutscht. Wenn du runterfällst, dann nichts gut. Pass auf! Ey, geile Animation, Bro. Geile Animation. Alter Mann. Ich komme von hier nicht ran. Ich brauche etwas Langes. Kennen. Alles in Ordnung. Ja, genau, ne? Die Pose macht er. Alter Mann, warum hast du mir geholfen? Du musst deine Kinder wiedersehen. Dein Leben ist wichtiger als meins. Das stimmt nicht. Du gibst den Menschen Hoffnung. Du hast mit deiner Truppe Großes vollbracht. Du wusstest davon? Ja, meine Kinder haben viel über dich gesprochen. Aber ich habe meine Freunde verraten und das Team löste sich auf denkbar schlechte Weise auf.
Für jemanden wie mich gibt es hier nichts mehr zu tun. Euer Bündnis ist nicht so schwach, wie du glaubst. Tief in deinem Herzen weißt du das auch, oder? Du kannst diese Stadt retten. Ich glaube an dich. Kellen, bitte kümmere dich um Crashdown und Nico und West. Scheiße. Ich warte auf meinen Vater. Oh. Alter Mann, warum? Warum? Kellen, Sergio. Scheiße, nein. Kellen. Matt, Yusei, lass uns gehen. Wir werden tun, worum der alte Mann uns gebeten hat. Ich werde diese Kinder beschützen und diese Stadt retten. Ich werde die Stadt und den Kindern neue Hoffnung geben. Lass uns gehen. Da hinten war ein Weg, der führt vermutlich nach draußen. Aufpassen, Matt. Aufpassen. Scheiße, Mann. Ja, voll emotionsvoll, ne? Muss schon sagen. Warte mal hier. Vielleicht ist hier ein Sternchip. Ja, ich denke direkt nur an Sternchips, ne? Ein Sternchip, ja, habe ich gefunden. Ohne Witz, ist schon ein bisschen hardcore, ne? Ja, ja, die Story ist schon mal hart. Aber, da sich das mit dem Dings da spiegelt, ne? Spiegelt sich halt mit dem, mit der Anime-Serie. Kenne ich das schon mehr oder weniger. So, letzter Wunsch erfüllen, dies das Ananas. Sieht aus, als kämen wir hier raus. Okay, wieso kommt ihr dann nicht? Ah ja, ihr müsst auf mich warten, ne? Ich weiß schon. Alter Mann, überlass das mir. Eigentlich denkt er das, aber ich muss das ja auch noch irgendwie so, ne, verdeutlichen, dass er das sagt. Wir sind draußen. Da ist Toro und Misaki. Was? Die sind schon geflohen? Dann brauchen sie wohl doch keine Hilfe. Toro, Misaki! Ihr seid in Ordnung. Wir dürfen uns aber noch nicht ausruhen. Da brodert ein Krieg in der Stadt. Ich wusste es. Wir haben bereits die Duellrunner von Yusei und Matt geholt. Macht, dass ihr in die Stadt kommt. Wir retten die Menschen aus der Mine. Danke euch beiden. Wir sind also auf unserer Seite. Ja, keine Sorge, überlassen wir das denen. Wir müssen schnell in die Stadt. Wir zählen auf euch beide. Jetzt mit dem D-Wheel fahren. Hä? Nix? D-Wheel fahren? Irgendetwas stimmt hier nicht. Ja, da liegt etwas in der Luft. Du glaubst doch nicht etwa, dass der Krieg angefangen hat, oder? Malcolm Sandlanger. Was macht ihr Deppen denn hier? Egal, der Krieg hat angefangen. Bald gehört diese Stadt der Malcolm-Familie. Ich kümmere mich um den Typen. Kellen und der Rest geht zu den Kindern. So schnell ihr könnt. Alles klar, verliere bloß nicht. Okay. Dann würde ich sagen, auf zu den Kindern. Und war klar, Sequenz starten. Wo sind die Kinder? Was, im Versteck in den Bergen im Norden? Ich wusste gar nicht, dass es dort ein Versteck gibt. Aber ich glaube, das werden wir auch nicht mehr schaffen, denn der Redley-Typ-Dings da Boomster ist jetzt hier. Hey, wie seid ihr denn hierher gekommen? Diese Stadt steckt mitten im Krieg. Wer jetzt in die Quere kommt, bettelt um eine Trachtprügel. Matt, tut mir leid, aber ich muss das hier dir überlassen. Hä, hey, dieses halbstarke Geschöpf hält sich wohl für jemand wie? Egal, sieht aus, als wärst du mein Gegner. Na gut, fangen wir an. Okay, natürlich will ich erstmal das Spiel speichern, deswegen, schnell hier weg. Yusei duelliert sich gerade in einer Kackpose. Kacken! So, hier, ja, erstmal rein und dann speichern. Komm, speichern. Aber ich muss schon sagen, die Story hat was, ne? Die Story hat echt was. Naja, Leute, ich muss kurz pausieren. So, ja, kurz pausiert, ne? Falls ihr euch fragt, wieso das jetzt gerade eben ein bisschen abgehackt angehört hat. Also entweder kann ich das jetzt so machen, dass ich das so speede, oder dass ich das so mache. Also lagfrei, ein bisschen langsamer, oder lag voll, ein bisschen schneller. Wie wollt ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Halbstark wie dich, verpuss ich zum Frühstück. Das kannst du so nicht sagen, ne? Das kannst du echt so nicht sagen. So, Schatzsucher, so heißt sein Deck. Also interessant, okay, ich bin noch beim zweiten, der ist schon längst fertig. Interessant, muss schon sagen. So, Duell starten. Ich will, dass das Duell jetzt schnell vorüber geht. Deswegen, ich le Idee haben. Mehr oder weniger le Idee haben. Okay, der hat keine Synchro-Monster. Da müsste der irgendein anderes Ass im Ärmel haben. Aber kommt schon, schwarzes Loch. Das war doch irgendwie fies. Ja, das war fies.
So, hier einmal Wellenbewegungskanone und diese Lücke hat er verdeckt. Dann X-Säbel, Air Bellum, Attacke. So, was hat er für Monster? Dimensionsgefängnis. Hat er so ein Entferndeck, Dingster, Boomster oder doch was anderes? Ich weiß es nicht. Okay, du bist dran. Würde mich mal interessieren, was jetzt kommt. Ja, würde mich jetzt mal interessieren. So, was ist das? Kristallungeheuer. What the? Als ob der Kristallungeheuer-Deck hat. Dieser ein Monster als Tribut an wen? Eins der offenen Monster. Ne, will ich nicht aktivieren. Der hat echt. Oh mein Gott, der hat ein. Der hat ein Kristallungeheuer-Deck. Wie geil ist das denn? Vorher war ich auch mal in so einem Wahn, so ein Kristallungeheuer-Deck zu besitzen, aber das hat nie geklappt. Weil ich nie genug Kristallungeheuer hatte. Ja, das ist scheiße, aber was soll man machen? Ne, hier brauche ich nicht. Amethystkatze 1000, warte mal. Hat Amethystkatze keinen Effekt? Auf jeden Fall waren die Effekte viel zu kompliziert für mich. Ganz ohne Witz, das war viel zu dramatisch für mich. Okay, zweimal Waffen ist der Drache Level 2. Direkt angreifen, wenn dieser. Der Kampfschaden halt. Falls die Karte zerstört wird, sagen wir keine Monster. Was hier, wenn diese Karte spezial beschwören kann, so viele Kristalle wie möglich. Falls die Karte zerstört wird, sagen sie eine Monster. Okay, ich mache es am besten so: ich aktiviere zweimal Opferlämme. Finstere Bestechung. Ich kann eine weitere Karte ziehen. Okay, bewaffneter Drache Level 5 haben wir hier. Okay, dann machen wir das so und ich würde sagen, ich beende meinen Zug, ja. Ich glaube, der hat jetzt nicht so Kristallungeheuer Mammut oder wie der ist, oder Kobaltadler. Aber wie hieß der Kristall? Bernstein Mammut. Topaz-Tiger ist geil. Was ist die Karte ein Monster deines Gegners angreifen? Erhält sie nur während es ist, was ist die Karte zerstören, sondern Monsterkarte. Ganz klar, einmal schwerer Sturm würde alles weg sein, ne? Könnte man so sagen, ja. In gewissermaßen schon. Schlausten, wer ist mit Topaz-Tiger anzugreifen? Warte mal, hier. Wähle ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Nimm die Kontrolle bis zur Endphase, die Kontrolle darüber. Ne, komm, lass ich jetzt mal. Okay, einmal so. Ja, kommst du? Machst du jetzt? Nein. Auf 1,8 und 2,4 habe ich noch. Nein, Effekt der Karte nicht aktivieren. Ich habe da jetzt so eine Idee. Ich hoffe, der hat jetzt nicht bodenlose Fallgrube oder sowas, weil sonst wäre ich jetzt wirklich am Arsch. Auf gut Deutsch gesagt, ne? Ruf der Gejagten. Okay, Wellenbewegungskanone hat schon mal 2. Einsetzen, dann. Muss ich jetzt irgendwas beschwören? Nehmen wir hier bewaffneter Drache. Übernimm die Kontrolle über ein gegnerisches Monster. So, und jetzt den Saphir-Typen hier holen. So, und dann angreifen auf. Ich habe verloren, ne? Komm, egal, hier drauf angreifen. Und 200 verliert er jetzt. So, das wird jetzt in die Zauber- und Fallenkartenzone gelegt. Dann kann ich noch irgendetwas machen. Scheint nicht so. Habe ich irgendwas Gutes im Friedhof? Scheint nicht so. Ne, ich würde schon verkacken. Ja, ich verkacke. War eigentlich klar. Okay, eins, ja, ich hab verkackt. Naja, Leute. Da habe ich anscheinend verkackt gegen so ein hässliches Kristallungeheuer-Deck. Aber was soll man tun? Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und. Ciao. Ich weiß jetzt auch nicht, was das soll. Aber egal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.